Innovation der Bierernte. Vor 45 Jahren, als die ersten Bierentemaschinen auf den Markt kamen, war der Markt noch jung und unerforscht. Damals nannte man sie noch Bierpressen. Auf diesem Gebiet gab es nur einen Experten, Welger. Die Bierkästen mussten auf dem Gitterwagen mühsam mit Hand gepackt werden. Dafür waren oft mehrere Leute erforderlich. Ebenso fürs Abladen. Das neueste Modell der Bierentemaschinen setzt Akzente in der modernen Landtechnik und kommt aus Hasewinkel aus dem Hause Klaas. Es ist die Klaas Quadrant 3200 FC. Unter dem Motto Leidenschaft für Landtechnik gelang es mit diesem Modell, eine Maschine herzustellen, die es dem Fahrer ohne abzusteigen und körperliche Arbeit ermöglicht, das Feld in Eigenregie abzuernten. Ebenso einfach geht das Verladen. Auch das Bier hat sich in der Zeit verändert. Durch die Weiterentwicklung der Maschinen schmeckt es nun deutlich besser. Effizienz und Innovation zeichnen sich durch permanenten Fortschritt und Erfindergeist aus. Klaas, Begeisterung für Besseres. Nur den Feierabend genießen, das konnte man früher besser. Also, du sagst es jetzt zuerst, dann ich, nee, dann du. Nein, zu dritt finde ich das blöd. Wieso? Lass uns doch jetzt zu dritt machen. Nö, das ist doch gut. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt liken und teilen und abonnieren, ganz wichtig. Ganz genau, damit wir weitere Videos machen können.